herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm auf der Marchfelder Land mit dem Tigerfarm. Hallo! Moinsen! Oh, moin! So, 6.45 Uhr, guter Tag zum Ernten, oder? Ja. Neues Feld am Start. Das auf jeden Fall. Feld 13. Ja. Hat uns 660.000 gekostet. Ja. Ist Hafer drauf. Wir nehmen Dings hier. Stroh. Ja. Weil das Stroh können wir ja dann auch gleich wieder in die BGA einlagern. Ja. Gut, du musst dich sputen, du musst noch zum Händler. Tschüss. Hallo? Amazon und so. Hä? Amazon und so. Ach so. Ich glaube nicht, dass du da einen Drescher kriegst. Klar. Immer. Aber habe ich das Mehrwerk überhaupt dran? Ja. Das Schneidwerk. So, Tigerfarm muss nämlich noch ein bisschen was kaufen. Kurz mal. Was Kleines. Für ein bisschen Geld. Ein bisschen, ja. Wird eine kleine Lücke in unsere Portokasse reißen. So, Welt 13 ist gleich hier rechts. Gut. Aber bitte hasst mich dafür nicht. Nee, wir haben es ja abgesprochen. Ach, für die aber Farbe meinst du? Ich meine was anderes. Du wirst nur das Schneidwerk nicht in der Farbe kriegen, oder? Ah, doch. Nee, ist schon okay, wenn du dir einen Fan-Trescher kaufst. Ja, aber es ist blöd. Den gelben. Naja, egal. Nee, ist okay. Dann sind die Schneidwerke auch gleich zugeteilt. Das ist aber gelb, das New Holland. Ach so, ja, das stimmt. Aber das kannst du ja dann ändern. Oder können wir dann ersetzen, wenn ich unsere oder meine bearbeiteten Schneidwerke hier drauf mache. Woher wusstest du, dass ich ein Pendrescher? Naja, 1 und 1 gibt. 5. Okay. Du gehst am besten nochmal in die Schule. Nee. Na klar, ich bin in der Schule noch. So, Hafe Amstad. Machst du ein Vorgewende rechts rum? Ja. Wenn du nicht schon gleich voll bist, dann ja. Nee, genau deshalb, weil dann kann ich den Abfahrer in der Zwischenzeit holen. Oder den Anhänger mit Abfahrer. Und während du drischt, kann ich mich schon mal abtanken. Ja. Weil das Feld ist so groß, dass wir gesagt haben. Davor habe ich ausgeblendet, ich halt. Dass wir gesagt haben, wir fangen hier nicht mit einem Drescher an zu ernten. Im Grunde müsstest du sogar 3 Drescher nehmen. Mindestens. Minimum, genau. Es gibt auch eine kleine Strohschwart. Ja. 13,50 Meter Arbeitsbreite oder 13,70? 13,70. Gut ist halt bei den Idealdreschern, bei den Akku, dass die 17.000 Liter Korntank haben. Das ist von Vorteil. Du fährst und fährst und fährst, aber du kommst nicht ans Ziel. Das Gefühl habe ich hier auf der Karte. Ja. Es ist auch ein gutes Gefühl. Weil man wirklich hier fährt und fährt und fährt und fährt und fährt. Und nicht zu vergessen, auch noch fährt. Mhm. Was ich vergessen habe, man fährt hier sehr viel. Also ich bin jetzt an der Kante, an der Ecke, wo ich bin, schon zu 35% voll. 6.000 Liter. Ich als 2.300. Ich würde mal an der Engstelle vorne bei Feld 12 würde ich durchstechen. Mhm. Dann steht der Abfahrer auch nicht so weit weg von dir.
Ja. Also es wird eine kleine Mammutaufgabe. Ich denke, für das Feld geben wir euch 2 Folgen Zeit zum Zuschauen. Und dann wird man den Rest vielleicht alleine ernten. Oder wir ernten zwischendrin nochmal und zeigen euch dann das Ende von der Ernte. Das wäre vielleicht... Ja, so die letzten Meter. Ja. Ah, den letzten Kilometer. Der dauert auch noch eine Stunde. Die letzten 1000 Kilometer. Ist schon brutal. Ja, das ist definitiv so. Also wenn ich das Feld hier auf meiner Dingkauf, auf meinem Streaming-Spielstand, dann wird, glaube ich, spätestens das erste Mal Cosplay im Verbund fahren. Aber da muss ich noch ein bisschen Geld sparen. Dass ich mir einen zweiten Drescher kaufen kann. Oder sogar einen dritten, ey. Ich würde direkt auf 2 neue sparen. Also dann, dass du 3 hast. Ja, aber da brauchst du über 1 Million, ey. Da brauchst du 1,2 Millionen. Das ist richtig. Das ist nicht ganz ohne. Das ist richtig. Ich fahre dann einmal rundrum, ne? Jo, kannst du. Und du stichst da fröhlich rum. Rein. Raus. Ah, ich bin jetzt bin schon bei 65%, habe gleich 11.000 im Tank. 40%, nicht 40.000%. Ja, du kannst wahrscheinlich direkt weiterfahren, weil dann komme ich zum Abtanken zu dir. Oder ich tank dich erst da ab, dann kannst du durchfahren. Hm? Kannst du dann auf den hinteren Feldteil wechseln? Sonst ist dein Rohr in der Frucht. Wie den hinteren Feldteil wechseln? Na, da wo die 13 steht. Auf der Minimap. Ja, kann ich fahren. Und da dann Vorgewinde. Man muss aber andersrum fahren, dass ich mein Rohr nicht in der Frucht habe. Ja, um Uhrzeigersender, ja. Mhm. Also, komm, wir machen eine Schätzung. Wie viel Hafer kommt hier runter? 500.000. Meinst du ernsthaft? Kannst du nicht. Ich wollte erst 1 Million sagen. Aber ich dachte, das ist doch vielleicht ein bisschen zu viel. Also, ich sag. Ja. 280.000. Ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie viel Hafer hier runterkommt. Da wir euch die letzten Folgen zeigen werden, oder die letzten Meter hier von der Ernte zeigen werden, habt ihr Minimum eine Folge Zeit, um zu gucken, wie viel da jetzt wirklich rauskommt. Oder ihr habt eine Folge Zeit, einen Tag Zeit, um zu schätzen. Ja. Oder soll ich mit dem LKW kommen? Ich komme mit dem LKW. Klar, komm mit LKW. Da haben wir ja 90.000 Liter Platz, das ist besser. Many better. Coming out. Ups, da war eine Bodenwelle. Ah, ja. Ja, du kannst mal neben meinen Drescher einparken irgendwie. So ein bisschen. Ja. Oder, warte, stell ihn so hin, dass die Rohre zusammen sind. Dann stelle ich in die Mitte den LKW. Und dann machen wir einen Screenshot. Dann können wir ein Screenie machen. Ein Screenie. Ich kann nicht ein Screenie mit dir machen. Nee, kann sie nur mit Drescher machen. Die Drescher geben High Five. Schade, das Rohr hat Kollision, sonst würde ich mit, also es genau auf einer Stelle ist, machen. Achtung.
Oh, jetzt Beeilung. Oh, jetzt kommt bei mir oben Musik ein. Blendung, geh weg. Ja, hab. Warte, ich brauch deinen noch. Nochmal, Achtung. Ja, stimmt, ja. So. Geh weg. Oh, rechtzeitig. Sehr gut. Machst du aus? Ist aus. Alter, das war, was machst du? Achso, oh, lol. Kollision. Ja, ich hab's eben noch gesagt. Ja, eben. Okay, dann geht's weiter. Dann fahr ich am unteren Feld entlang und du am oberen. Ja. Was habe ich gesagt? 280.000, gell? Ja. Na komm, ich darf ich meine Schätzung ändern? Einmal. Und zwar jetzt. 430.000. Okay. Ja, was darf der tun, der näher dran ist? Oh, das ist schwierig. Der darf so ein Feld alleine abernten. Das ist eine Strafe. Der darf für den anderen aussuchen, mit welchem Fahrzeug er eine Folge lang rumfahren muss. Oh nein, nein, nein. 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 Doch, das ist nein, gut. Das ist ein guter Deal. Nee. Ein Deal funktioniert nur mit zwei Leuten. Ja, warum? Ich muss ja dann auch mit einem Fendt rumfahren. Oder mit dem Fiat, was weiß ich. Stimmt. Ja gut. Hand drauf. Oh. Vor allem habe ich dich jetzt auf den doofen Gedanken mit dem Fiat gebracht, ey. Fendt wäre ja noch in Ordnung, der fährt wenigstens 63. Aber jetzt hast du dich in die Kacke geritten. Aber sowas von. Naja, was soll's. So, was machen wir mit dem Hafer? Hä? Den Hafer gleich in die Mühle, oder? Ja. Dann Roggen habe ich ja auf dem anderen Feld gestern angepflanzt. Ne, vorgestern. Vorgestern. Ja. Dann können wir Mehl herstellen und Mehl kann man wirklich sehr gut hier auf der Karte verkaufen. Ja, das gibt Geld. Vor allem. Ajo. Ajo. Ich schau mal. Das Mehl, ja, 5.500 steigen. Ja. Ist gerade der Preis? Ja. Oder 5.564 steigen. Was ist der höchste bei dir? Oh, scheiße, falsch geklickt. Sagt man nicht, ich weiß, sorry. dann muss ich gleich mal in die Liste reingucken, weil ich glaube 5.500 steigend hatte ich nicht. Ich glaube, ich hatte irgendwas mit 5.400 irgendwas. Oha, da muss die Liste ab. Jo, die stream ich, die update ich immer während den Streams. Und dann, wenn wir hier halt auf der Karte sind. So, warte, jetzt ist es gleich offen. Dann gucke ich gerade mal schnell noch rein, bevor wir hier schon wieder am Ende angekommen sind. Also in meiner Liste ist der Höchstpreis für Mehl 5.434. Ja, dann hast du was einiges zu verbessern. Momentan 5.775. Was? Okay. Dann haben wir auf jeden Fall 2.000 plus, die wir kriegen können. 5.575 habe ich gesagt. Ja, es ist trotzdem knapp 2.000 plus gegenüber, wenn wir Hafer oder Roggen einzeln verkaufen. So, aber jetzt ganz schnell. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar dabei. Schaut bei dem Tigerfarm rein. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.